Mitten im Leben. Der Job macht ihr Spaß, sie treibt viel Sport, sie ist ständig unter Leuten. Dann kommt eine einzige Erkältung und monatelang kommt sie nicht aus dem Bett. Wir sprechen hier von einem Moment zum nächsten. Völlig was anderes. Der Auslöser ist noch nicht geklärt, eine Therapie gibt es nicht und 17 Millionen Menschen auf der Welt sind betroffen. Wir sprechen heute über das chronische Fatigue-Syndrom, das eine recht häufige Erkrankung geworden ist, denn allein in Deutschland sind 300.000 Menschen betroffen. 60% der Betroffenen, übrigens mehr Frauen als Männer, sind nicht mal mehr in der Lage, zur Arbeit zu gehen. Und einige schaffen es nicht mal mehr, das Haus zu verlassen. Was man bisher weiß, ist nicht viel, aber wir fassen das mal so ein bisschen zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Nur wenige von uns Ärzten sind mit dieser Erkrankung vertraut, obwohl doch tatsächlich so viele davon betroffen sind. Immerhin ist diese Erkrankung schon seit 1969 von der WHO klassifiziert und somit halt anerkannt. 2005 kamen in Kanada Konsenskriterien für Kliniker raus. In Deutschland hingegen gab es lange Zeit nur eine Sprechstunde an der Charité Berlin mit sehr langen Wartezeiten. Und meist sind junge Menschen betroffen, die nach einer Viruserkrankung irgendwie nicht mehr so richtig auf die Beine kamen. Und Viruserkrankungen war ja gerade ziemlich angesagt. Aber Timo, leg mal los. Die Abkürzung steht für myalgische Enzephalomyelitis und Chronic Fatigue Syndrome. Und den Leuten geht's echt schlecht. Den ganzen Tag fühlen sie sich so, als ob gerade so eine Grippe sich durchschlagen wollen würde, aber zu wirklichem Fieber oder Erkältungssymptomen kommt es dann doch nicht. Wir haben gelesen von Konzentrationsstörungen. Die Leute sind in so einer richtigen Blase, im sogenannten Brain Fog, und nicht mehr in der Lage, eine normale Performance abliefern zu können. Sie haben Schlafstörungen, sie haben Muskelschmerzen, die den ganzen Tag über sie begleiten. Das Schlimme ist das Gefühl, fast keine Energie mehr zu haben, und orthostatische Dysfunktionen kommen mit dazu. Die Leute stehen auf und fallen gleich wieder hin, weil keine Kraft da ist und ihnen schwarz vor Augen wird. Leichte Belastungen können einen schon so ausnocken, dass man danach tagelang irgendwie nur noch im Bett liegen kann, und das kann auch eine ziemlich geistige Anstrengung sein. Das nennt man dann PEM, das steht für Post-Exhaustional Malaise. Und die ist recht typisch für das CFS. Dazu können Atembeschwerden, Konzentrations- und Merkstörungen, Tinnitus, Reizdarm oder eine Reizblase kommen. Das Essen von Reis wurde sogar von einigen Patienten als zu anstrengend empfunden. Also selbst das Kauen kann also anstrengend sein und die Kaumuskulatur kann dabei sogar schmerzen. Außerdem liest man immer wieder von einer erhöhten Infektanfälligkeit. Die Leute haben Kopfschmerzen, es kann bis zu Sehstörungen kommen. 2015 gab es in Dänemark eine Erhebung, nach der die Patienten mit einem Chronic Fatigue Syndrom eine ähnlich eingeschränkte Lebensqualität haben wie Menschen mit einer MS oder sogar Lungenkrebs. In knapp 50% der Betroffenen ist es zuvor zu einer EBV, Herpes oder CMV-Infektion gekommen. Andere hatten auch einfach nur eine Influenza-Infektion. Und ich glaube, zu all diesen Infektionen haben wir schon mal ein Video gemacht. Und einige hatten zuvor gar keine Symptome, andere hatten vielleicht eine Erkältung. Und wiederum andere waren aber auch schwer krank. Auch nach dem Durchmachen einer Covid-19-Infektion gibt es so ein lang andauerndes Erschöpfungssyndrom. Auch nach einer Impfung ist das als Post-Vac-Syndrom beschrieben. Darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht, oder? Ja, ich erinnere mich. Wichtig hierbei ist die Unterscheidung, dass Long-Covid und das Post-Vac-Syndrom nicht automatisch ein Chronic-Fatigue-Syndrom sind. Also das ist nicht synonym. Es gibt Patienten mit Long-Covid, die unter einem Chronic-Fatigue-Syndrom leiden. Es ist aber nicht dasselbe Krankheitsbild. Es gibt drei Theorien für die Entstehung. In der ersten geht man davon aus, dass es sozusagen zu einer Viruspersistenz im Körper kommt und somit steht das Immunsystem in so einer Art Dauerkampf. Und das macht dann irgendwie sozusagen die Akkus leer.
Die WHO stuft die CFS als neurologische Erkrankung ein und folgerichtig gibt es auch eine zweite Theorie, nach der es zu einer Art Autoimmunreaktion kommt, die im Prinzip das autonome Nervensystem letztendlich stört bzw. sogar zerstört. Zumindest lassen sich nach der Theorie die meisten der Symptome, die wir gerade aufgezählt haben, erklären. Eine dritte Theorie geht von einer schweren Störung des Energiehaushalts aus. Es gibt eine Arbeit, die zeigen konnte, dass es bei Betroffenen zu einem Funktionsverlust der Mitochondrien kommen kann. Und die Mitochondrien, das sind sozusagen die Kraftwerke der Zellen. Und wenn die nicht funktionieren, können die nicht arbeiten und dann gibt es halt auch keine Energie. Und wenn man keine Energie hat, dann ist man energielos. Und so würden sich dann halt auch die entsprechenden Symptome erklären lassen. Es handelt sich um einen Symptomkomplex. Für uns Kliniker gibt es Tabellen und lange Listen an Symptomen, die auch die sind, die wir gerade aufgezählt haben, die für mehr als 6 Monate persistieren müssen, also anhalten müssen, nach denen man dann einen Hinweis darauf kriegen kann, dass es sich um eine CFS handeln könnte. Und Leute, die Liste der Differentialdiagnosen, die ist leider ziemlich lang. Also es gibt mehrere Erkrankungen, die sich ähnlich ausdrücken können. Unter anderem können Tumorerkrankungen dafür sorgen, es kann Burnout geben, eine schwere Depression. Die Patienten können neurodegenerative Erkrankungen haben. Aber auch Endokrinstörungen, also Störungen, die den Hormonhaushalt betreffen, oder auch chronische Infekte, Immunerkrankung, Autoimmunerkrankung, Medikamente, Vitamin- oder Spurenelementemangel. Ihr ahnt also, warum es so schwer sein kann, auf die richtige Diagnose zu kommen. Die Charité hat dafür einen speziellen Krafttest der Hand entwickelt. Und das ist irgendwie aktuell immer noch das Einzige, was wir da irgendwie untersuchen können. Eine kausale Therapie gibt es bisher nicht. CFS-Patienten dürfen sich nicht überanstrengen, weil es sonst zu dieser Verschlechterung der Symptome kommen kann. Und deshalb ist Sport tatsächlich ausnahmsweise mal nicht angedacht. Denn die Erschöpfung nach so einer Überlastung kann Wochen bis Monate anhalten. Stressreduktion und symptomenorientierte Therapieansätze, die multimodal sind, die kann man da versuchen. Also man kann Melatonin geben, damit die Schlafstörungen behandelt werden können. Bei schweren Fällen kann man auch andere Medikamente zur Beruhigung oder als Einschlafhilfe mitbenutzen. Die Schmerzen müssen behandelt werden. Und hier gibt man jetzt nicht einfach nur Schmerzmittel, sondern es kommt richtig eine komplexe, multimodale Schmerztherapie zum Einsatz. Es gibt Versuche mit Methylphenidat, also das ist Ritalin, darüber hatten wir auch schon mal ein Video, oder Antidepressiva oder Dextroamphetamin. Gegen das Auftreten von Sekundärinfektionen, beispielsweise einem immer wieder aufflammenden Herpesinfekt, kann man auch systemisch, das heißt also als Tablettenform, Antiviraltherapien. Die Orthostasestörung, die behandelt man mit einer Zufuhr von ausreichend Flüssigkeit und eventuell sogar Medikamente, die den Blutdruck steigern können. Zuletzt gab es in Norwegen 2 Studien, die untersucht haben, ob es nicht eine Antikörpertherapie gegen diese eine der 3 Theorien geben könnte, leider aber ohne Erfolg. Ja, ziemliche Scheißerkrankung, also nicht nur für die Betroffenen, also für die Patienten, sondern dann halt auch für Ärzte, weil es so eine typische Erkrankung ist, wo man erstmal drauf kommen muss, was halt auch nicht so einfach ist und aufgrund der Tatsache, dass es eigentlich kaum diagnostische Mittel gibt, auch nicht so die Möglichkeit hat, das ganze Ding festzumachen. Und es ist halt auch so eine Erkrankung, wo man als Patient immer Gefahr läuft, eventuell auf Ärzte zu treffen, die einen vielleicht nicht ernst nehmen. Und ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, auch ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass man das immer irgendwie ernst nehmen sollte. Und das ist so eine typische Erkrankung, wo man sich wirklich Mühe geben muss und halt auch Geduld bewahren muss, weil das so komplexe Symptome sind, die alles Mögliche sein können. Ja, und genau das macht es für uns Mediziner halt so schwierig. Und auf der anderen Seite, also es gibt hier bei YouTube mehrere Reportagen zu dem Thema, ihr könnt das mal in die Suche eingeben. Sorry, jetzt gibt es mal einen Hinweis auf andere Videos, denn die Symptome sind wirklich krass. Also die Patienten liegen monatelang im Bett. Manchmal liegen die 23 Stunden am Tag im Bett, weil die nicht in der Lage sind aufzustehen, weil es einfach von der Kraft her nicht funktioniert. Und da denkt man sich als außenstehender, normal gesunder Mensch, so, krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie kann man denn so schlapp sein, dass man nicht aus dem Bett rauskommt? Nicht mal für mehr als 1 Stunde am Tag.
Das sind dann allerdings natürlich auch Extremformen. Ja, das kann sein. Die schaffen es ja noch nicht mal zu dir ins Krankenhaus, Timo. Nee, das stimmt. Aber das Gute ist, es gibt ja so Menschen wie mich, die kommen mit diesem Tatütata dann angefahren. Und dann gibt es den Fahrservice ins Krankenhaus. Das ist gar nicht lustig. Du holst sie dir sozusagen. Genau. Ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, themenverwandt ist so ein bisschen das, zum Beispiel das Post-Vac-Syndrom. Darüber haben wir schon mal was gemacht. Ja, und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr mal in unseren Podcast reinhört. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns vielleicht unterstützen würdet, denn dieses ganze YouTube-Podcast-Projekt wird letztendlich durch euch ermöglicht. Also schaut gerne mal rein bei patreon.com/medizinimalltag. Und ansonsten bleibt gesund. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis nächste Woche. Peace.